Hallo und herzlich willkommen zum 113. Beitrag. Schön, dass ihr wieder da seid und danke fürs Einschalten. Ja, wir machen heute hier weiter an der neuen Kreuzungsweiche und den neuen Schienen. Und zwar machen wir den Gleisunterbau gar fertig. Hier vorne habe ich schon jetzt ein bisschen was eingefügt. Die Ballastplates habe ich runtergemacht schon für die 104 Weiche. Dann tun wir hier den Bahnsteig anpassen. Der zweite Bahnsteig gehört ein bisschen angepasst. Wie gesagt, Gleisunterbau muss runter unter den ganzen Sachen. Dann werde ich teilweise mit Schienen hier aus, mit Fliesen hier unten Unterbau machen, weil es gibt für die Kreuzweichen hier noch keine Ballastplates von Trixbrix. Da schauen wir mal, wie ich das gestalte, und dann wollen wir natürlich auch wieder hier zwischen den Gleisen teilweise schon verhübschen. So ähnlich wie wir das hier auf der Seite gemacht haben mit kleinen runden Steinen, Blades und verschiedenen Sachen. Ja, das soll das heute mal werden im Video. Wie gesagt, das Ganze schön gestalten und hübsch machen. Es wird, werden viele kleine Steine sein, die wohl verbaut werden, und wird wohl zeitintensiv werden, das Ganze. Also, wie gesagt, ich melde mich gleich wieder. Wenn ihr Baufortschritte und keine Videos verpassen wollt, denkt dran, auch ein Abo da zu lassen, und bleibt dran. Ich melde mich gleich wieder mit dem nächsten oder mit dem ersten Baufortschritt. Also bis gleich dann. Ja, da bin ich wieder mit dem ersten Zwischenstand. Also die Ballastplates, Gleisunterbau sind alle dran, und auch unter der Doppelkreuzweiche habe ich jetzt gebaut. Wir können uns das jetzt mal ein bisschen von der Nähe anschauen. Und zwar, wie gesagt, hier vorne habe ich die runden Ballastplates drin mit R40, dann habe ich wieder ganz normal hier unter den Schienen mit Blades und ja, kleinen einmal zwei Blades und größeren und hier einmal vier Blades das Ganze ausgebaut. Dann habe ich hier die Ballastplate von der R104 und unter Doppelkreuzweiche habe ich jetzt praktisch das Ganze mit Fliesen unterbaut in ja, verschiedenen Größen teilweise drin. Dann wollte ich euch hier heute jetzt noch mal zeigen, dass jetzt auch hier dieses Mittelstück an der Seite verstellbar ist, die Weiche. Das heißt, wenn ich hier, ja, ist schlecht für euch zu sehen, deshalb bin ich jetzt ein paar Minuten her, wenn ich hier stelle, dann passiert natürlich hier die Weichenverstellung. Ne? Das geht momentan manuell. Ansonsten habe ich außen die drei Stellmöglichkeiten noch. Ja, dann hier drüben noch mal. Das sind jetzt R104 Bögen, das ist R104 und das ist ein 88er Bogen hier drin. Und ich bin ja angeschrieben worden im letzten Video, hier eventuell nochmal eine Weiche reinmachen. Das wird nicht funktionieren, weil das hier R88 ist. Deshalb geht es nicht auf und deshalb ist da auch keine Weiche für ein kleines Abstellgleis mehr hier eingebaut worden von mir. Eventuell tue ich jetzt hier so ein totes Gleis noch reinstellen und ein paar Bauarbeiten oder so ein paar Reststücke hin. Das schauen wir mal, wie wir das jetzt noch gestalten, das Ganze. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal weiter und baue hier Fliesen auf die Schienen drauf. Und dann würde ich mich nochmal bei euch melden und zeige euch den Zwischenstand. Und dann machen wir das den nächsten Step. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Arbeitsstand hier an der Baustelle. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Fliesen sind jetzt auch verlegt. Hier drin in der Mitte, wo die Doppelkreuzweichen sind, da ist jetzt natürlich nicht so viel Möglichkeit, Fliesen reinzulegen. Ich habe jetzt auch keine kleinen Einzelfliesen mehr, damit ich dann hier drin das bisschen noch machen kann. Das kann man aber nachträglich auch noch reinsetzen. Ja, dann wollte ich euch noch mal kurz zeigen, weil ich ja jetzt auch wieder Kommentare gekriegt habe zu meiner Schaltung von den Weichen. Ne? Ich habe ja zwei Sachen jetzt geschaltet schon, und zwar ist das rechte jetzt praktisch dann hier für das rechte Gleis und die linke natürlich dann für die linke. Und damit ich weiß, wo was ist, habe ich jetzt mir hier diese Fliesen drauf gemacht. Das heißt, wenn das rechte Licht leuchtet, dann ist die Weicheaufstellung gerade, und wenn ich hier den Knick drin habe, dann ist es die Weiche auf Abbiegen gestellt. Das so nur so als kleine Info zwischendurch noch. Und ich werde jetzt weitermachen, hier Bahnsteige anpassen und mal die Bahnsteige hier reinsetzen, und dann melde ich mich wieder mit einem Zwischenstand bei euch. Also bis gleich dann. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Zwischenstand. So schaut es momentan jetzt aus. Ich habe jetzt hier schon die ersten Sachen für den Zwischenraum an den Gleisen hinten gemacht.
Bahnsteig ist fertig gemacht, der ist ein bisschen verlängert worden, der ist ein bisschen verkürzt worden, musste verkürzt werden wegen dieser Kurve hier drin. Dann ist natürlich klar, dass ich den nicht weiter vorbauen kann. Dafür wird dann auf der anderen Seite mal die Sachen oder die Bahnsteige verlängert werden, wenn ich denn die Kreuzweiche für die andere Seite oder da mal mit dem Umbau beginne. Ja, dann habe ich hier schon ein bisschen die runden 1er Steine hier reingemacht, Blades. Jetzt werden wir dann hier weitermachen, werden das Ganze hier auffüllen und noch verhübschen und werden da hier weitermachen. Jetzt habe ich aber noch eine andere Info zwischendurch. Ich habe jetzt am Montag Post bekommen und heute habe ich eine Mail dazu bekommen. Und zwar wurde ich vor einiger Zeit angeschrieben von der Firma Light Elling, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wegen Lichtsets und Lichtausbau und wegen Beleuchtungssets. Und jetzt sind tatsächlich jetzt schon das erste Set hier ist jetzt mit der Post schon gekommen und das habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um das mal hier zu zeigen. Ich wollte das Video jetzt erst nächste Woche, Samstag oder nächste Woche bringen, weil ich ja hier mit der Weiche beschäftigt bin. Jetzt habe ich aber heute eine Mail bekommen und zwar wegen Black Friday und Cyber Monday. Ich werde euch einen Link reinmachen unten in die Beschreibung. Da gibt es auch zwei Aktionscodes dazu und da gibt es mächtig Preisnachlass auf alles. Deshalb zeige ich euch jetzt heute hier erstmal nur die Verpackung. Und zwar ist das jetzt das Lichtset für dieses Lego-Haus hier. Und ihr findet auf der Seite ganz, ganz viele tolle Sachen mit fertigen Sets. Und zwar auch von zwei verschiedenen Firmen. Schaut mal rein. Ich mache euch, wie gesagt, den Link in die Beschreibung. Und dann könnt ihr auch diese Rabatte mitnehmen. Und das gibt es als Vorab-Video. Da gibt es dann demnächst eben eine Beschreibung oder ein Video dazu, wie sich das Ganze verbauen lässt. Unter anderem habe ich hier auch zwei kleine Straßenlampen. Da gibt es dann auch was dazu. Ja, wie gesagt, das erstmal da dazu. Wie gesagt, nutzt es und falls ihr da Interesse habt, schaut einfach mal rein. Ansonsten werde ich jetzt hier weiterbauen. Ich habe hier hinten auch jetzt vor, so ein totes Gleisstück reinzubringen. Ich habe jetzt hier noch so ein graues Schienenstück gefunden. All das wird hierher gemacht dann und dann tun wir das auch noch ein bisschen hübsch dekorieren und natürlich schön weiter hier ausbauen. Ich melde mich gleich wieder, wenn die Sachen dann drin sind mit einem Zwischenstopp. Und eine Zugfahrt gibt es natürlich heute auch noch. Also bis gleich dann. Ja, da bin ich wieder mit dem fertigen Arbeitsstand für die heutige Update-Folge. Und zwar habe ich jetzt hier alles schön mit Grünzeug, braunen und verschiedenen anderen Farben ausgekleidet und verbaut, damit hier die Lücken zwischen den Gleisen geschlossen sind, so wie wir das auch auf der anderen Seite gemacht haben. Hier hinten habe ich dieses tote Gleis reingemacht, wo nichts mehr dran ist und wo von der Weiche oder von der Hauptstrecke abgeschnitten ist. Dann habe ich hier reichlich auch zwischen den Schienen kleine runde Einsersteine reingemacht oder Plates. Ja, so schaut das Ganze momentan aus. Dann bin ich jetzt hier hinten am Überlegen oder anders gesagt habe ich jetzt hier nicht weitergemacht, weil ich noch nicht genau weiß, was ich denn jetzt hier hinten drin mache. Ob ich da nur was rein, halt ja, einen zugemauerten Tunnel andeute oder ob ich das komplett neu mache und dann hier nur die Tunneleinfahrt mache mit diesen beiden Bögen, wie sie rechts und links sind und das gestalte. Das wird sich dann zeigen demnächst, wenn wir hier weitermachen, was hier kommt und wie das Ganze dann letztendlich ausschauen soll. Ich denke, das Ganze hat sich hier ganz gut eingefügt. Es zeigt auch das letzte Video, auch eure Kommentare. Es hat sich total rentiert, hier die neue Weiche von Tricksbricks einzubauen und mit zu verarbeiten. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einen kurzen Schnitt. Ich drücke ein bisschen was vorbereiten und dann fahren wir noch mal ein bisschen Zug zum Abschluss. Also bleibt dran und genießt die Zugfahrt. Bis gleich dann. Ja, da bin ich wieder. Fangen wir an mit der Zugfahrt, würde ich sagen. Ich habe jetzt mir ein paar Fernbedienungen hier eingestellt und mal schauen, ob ich das auch so hinkriege, wie ich das möchte. Und ich würde sagen, ich tue jetzt einfach mal starten. Genießt die Zugfahrten. Wir nehmen als erstes den ICE, stellen jetzt mal auf Fahrstufe 3 ein. Dann fahre ich hier weiter mit dem Rheingold. Den lassen wir mal hier unten rumfahren.
Nein, wir wollen natürlich heute mal keinen Geschwindigkeitsrekord schaffen. Fahre ich gleichmäßig und langsam. So, der sollte dann hier stehen bleiben. Dann fahren wir weiter mit dem hier. Da hinten fährt inzwischen der ICE wieder los. Lasse ich jetzt einen schneller fahren, den ICE. So, jetzt habe ich hier ein kleines Problem fast. Der sollte jetzt eigentlich nicht hier rumfahren. Aber was soll's? So, dann haben wir noch den hier. Etwas kompliziert, 3-4 Züge gleichzeitig fahren zu lassen. 3 Stück waren es. So, dass wir den mal durch den Tunnel fahren, dann schalte ich hier mal die Weiche mit der Hand um. Entschuldigung. So, dann lassen wir den hier in den Bahnhof reinfahren. Ja, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir uns das Lichtset mal an, wo ich heute gezeigt habe oder vorhin gezeigt habe. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert mich. Jetzt habe ich einen Faden verloren, vor lauter Konzentrieren von der Zugfahrt her. Ja, wie gesagt, nochmal, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich, aktiviert die Glocke, bleibt dran. Ihr könnt mich natürlich gerne unterstützen, wenn ihr die Links benutzt. Denkt dran auch an den Link für Lightelling oder Lightelling. Ich mache euch das rein für den Black Friday und Cyber Monday, damit ihr das Ganze auch habt und nutzen könnt. Wäre schade, wenn ich da jetzt das euch heute nicht gezeigt hätte, das Ganze. Wir schauen uns hier nochmal jetzt das Ganze an. Ich denke, es ist gut gelungen und schaut gut aus. Also lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal dann.